Yo! Freunde, was geht ab? Ich bin Smiley, das hier ist Dima, das hier ist Falco, das da ist Sandy und das da ist Rob. Willkommen bei einem neuen Video. Atme, Junge, atme! 10 Minuten füllen, ja? Einfach 10 Minuten füllen. Ist echt so. Das ist der Tisch, das ist der Licht. Okay, wir werden heute ein Video machen, was wir vor längerer Zeit schon mal gemacht haben. Und wenn ihr damals gut aufgepasst habt, dann werdet ihr heute gut bei diesem ganzen Ding abschneiden. Und zwar machen wir, wer kennt mich besser? Ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal mit einer einfachen Frage an. Was ist mein voller Name? Sag nicht, du hast einen zweiten Namen. Okay. Du hast einen zweiten Namen? Nee, sag es bitte nicht. 3, 2, 1. Moritz Meter. Jetzt kommt dein zweiter Name. Nein, das ist Moritz Josef. Für alle. Ah, okay. Ich habe ein bisschen versucht, euch zu verarschen, hat leider nicht geklappt. Okay, machen wir direkt weiter mit Frage Nummer 2. Was ist mein Lieblingsgetränk? Alkoholfrei. 3, 2, 1. Lipton Zitrone. Lipton Dose Peach. Ey, und ich habe Red Bull Energy. Sugar Free. Wenn ich jetzt auf Ernst gehen würde, würde ich Rob den Punkt geben, weil es eindeutig Lipton aus der Dose ist. Und Pfirsich. Ja, und Pfirsich, also Zitrone gibt es einfach nicht, das wird nicht gewertet in dieser Frage. Aber Lipton, Lipton. Ja, also ihr drei kriegt einen Punkt, Sandy. Also eigentlich hätte ich als Einziger den Punkt verdient. Eigentlich schon. Eineinhalb. Ich habe ihn noch nie Lipton Eis. Er gurgelt hier so viel Energy, Alter. Wahrscheinlich, Alter. Wie groß bin ich in Zentimetern? Das, was du in Thailand gesagt hast, oder in echt? Ich habe in Thailand mal gesagt, ich bin 2,50 Meter? 3 Meter? 3,50 Meter. 1,50. 3, 2, 1. Was hast du? 197 Zentimeter? 1,98. 1,93. Oh. Sandy gewinnt den Punkt. Das sind 1,96. Nein! Das heißt, alle haben 2 Punkte. Sandy holt wieder auf. Oh. Auf welche Art von Schule bin ich gegangen? Also weiterführende Schule, versteht sich. Keine. Genau, Falco. 3, 2, 1. Gymnasium. Gesamtschule. Berufsschule. Und der Punkt geht an Robert. Es war eine Gesamtschule. Stimmt, ich war letztes Mal schon enttäuscht. Aber egal. Gymnasium, Smiley, warum war das Gymnasium? Solche Menschen. Hey. Okay, kommen wir direkt zu der Frage, die dazu passt zu dem ganzen Thema. Was habe ich für einen Schulabschluss? Keins. 3, 2, 1. Real. Einmal her, ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ja, Realschulabschluss ist richtig. Ja. Okay, kommen wir mal wieder ein bisschen mehr zu mir als Person. Welche Schuhgröße habe ich? Come on, Alter. Wen juckt das? 51? 45. 45. Habe ich schon über 51? Der Punkt geht an Dima und Rob. Oh. 51, Bruder, das ist Basketballer. Die meisten Schuhe kannst du nicht verkaufen. Aber Falco kennt seine eigene Schuhgröße. Ja, ist halt echt so. Was ist mein liebster Harry Potter-Teil? Echt keine Ahnung, ich gerade. 3, 2, 1. Erster Teil. Zweiter. Erster Teil. Erster, was hast du? Zweiter. Du hast Azkaban und du hast Erster. Der Punkt geht an Dima. Ja. Hey, kann man das schrecken? Ja! Echt? Ist auch mein Lieblingsteil. Einer der schlechtesten Filme. Was hast du für einen Geschmack? Oh. Okay, was ist meine Lieblingsserie? Gerade oder insgesamt? Insgesamt. Attack on Titans. Ricky Meiten? Ricky Meiten! Ricky Meiten! Rick and Morty. Attack on Titan. Ich bin enttäuscht, dass die einzige Person, die das weiß, Falco! Was? Aber so nicht anders, Alter! Ja, aber du redest immer von Family Guy. Family Guy hier, Family Guy hier. Ja, also wer Moritz richtig genauso kennt, wie mit dem Energy, das ist so eine Lüge, Alter! Kommen wir zur nächsten Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Och komm, Bruder. 3, 2, 1. Black. Black. Blau? Oh, krass. 2 gegen 2. Oh. Eins von beidem ist auf jeden Fall richtig. Ja, dann. Ich sag, du fragst nie blau. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Oh, so. Was war mein erster Job? Arbeit. Smileys. Nicht Pizza-Lieferant. Ich habe hier Arbeit bei dem besten Freund von deinem Dad. Okay. Jo. Zeitung austragen. Rob hat recht, Zeitung austragen. Damals mit 14. Was war mein Lieblingsschulfach? Und ich kann euch sagen, es war nicht Kunst. Also, ob du ein Lieblingsfach hattest. Ja? Okay. Warst du denn hier in der Schule? Ich glaube, nur weil man da nichts machen muss.
3, 2, 1, Reli. Warte, Falco. Ja, bist du lang? Deutsch, Alter, was für Deutsch? Sport! Man hört natürlich doch. War Sport. Niemals! Definitiv! Ja, und meiner war Mathe und Deutsch. Glaub dir kein Wort. Das glaub ich dir wirklich nicht. Doch, safe. Smiley ist so ein gutes Allround-Talent in sportlichen Sachen. Der kann Saltos, der kann das, der kann von allem ein bisschen, das merkt man schon. Damals war ich auch noch nicht so dick. Bleiben wir einfach direkt auch mal beim Thema Sport. Drei Sportarten, die ich bisher schon gemacht habe. Wir lesen von 10 Minuten lang vorzulesen. Okay, ich hatte erstmal einmal Basketball, Golf und Fußball. Okay. Ich auch. Ich muss gleich. Schwimmen, Basket und Skate. Okay. Okay. Ja, Turmspringen, Schwimmen, Taekwondo. Okay. Basketball, Fußball und das was hält. Okay, also Dima hat komplett verkackt, Falco auch. Schwimmen habe ich gemacht, das stimmt. Basketball und Skaten, na. Golf, ja, was na, hab ich ja, gemacht, aber nein. Auch. Was hattest du? Schwimmen, Turmspringen, Taekwondo. Okay, also ich habe Karate gemacht, nicht ja, Taekwondo. Ja, okay. Das zählt nicht. Aber du der Punkt geht an Rob. Ja, doch, das ist schon mal. Was ist denn so witzig? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Turmspringen als Hobby hatte. War voll geile Zeit, Alter. Also Rob hat die meisten Sachen richtig, deswegen geht der Punkt auch wieder an Rob. Wann habe ich Geburtstag? Ich wurde vorhin exposed. Boah, ich hab's wieder vergessen. Tag, Monat, ja. Ich hab keine Ahnung, Alter. Du bist so eine Mistgeburt. Am 8.8.1999. Ein richtiger Hund. Nächste Frage. Wie oft war ich schon in Thailand? Zwei. Zweimal mit uns und zwei. Also Dima und Rob kriegen jeder einen Punkt, ihr beide. Ah. Okay, für Sandy war die Frage ein bisschen unfair. Voll. Aber Best Friends. Du weißt nicht mal mein Geburtstag, obwohl er vor 10 Minuten noch gesagt wurde. Wie viele Haustiere hatte ich schon? Ich sag einfach so, zwei. Ja. Zwei. Eins. Ein Hund. Ja. Ein Hund. Zählt gar nicht, das hatten deine Eltern. Du musst selbst einen eigenen Hund haben. Dann wärst du ja auch falsch gewesen. Trotzdem. Damit sind wir dann auch falsch sein. Kommen wir zur nächsten Frage. Wie lange kenne ich meinen besten Freund Lukas schon? Seit wie vielen Jahren oder? Sagen, wie alt waren wir, als wir uns kennengelernt haben? Wie alt bist du jetzt? 21. 3, 2, 1. 12? 6 warst du? 9. Der Punkt geht an. Sandy, wir waren 7. Warte mal, du hast gesagt. Sie hat 15 und 6. Ich hab /6 Jahre. Also weil wir uns 6 Jahre kennen. Nein. Sandy, hör auf uns zu verarschen. Nein, ich hab gesagt, ihr kennt euch 15 Jahre. Dann hast du gesagt, aber in dem Alter hab ich gesagt, du warst 6 sie Jahre. Recht. Aber 21 minus 6 ist auch 15. Also andersrum hätte sie uns das genau erklären können. Nein, ich schwöre dir. Sie lügt uns einfach, du hoffst gerade. Nein. Vertrauen wir Sandy? Ja, komm. Ja, okay, dann kommt jeder Sandy. Ich lache nicht Sandy mal. Sandy dir, damit du auch Glück hast. Okay. Was war mein Spitzname als Kind? 3, 2, 1. Mo? Mo. Mori? Nee, der Punkt geht an euch drei. Mo. Wie viele Geschwister habe ich? Ja, 3, 2, 1. Eine Schwester. Okay, damit haben sich die letzte Frage dann auch erübrigt. Da kriegt jeder einen Punkt. Den Endstand wird jetzt hier unten eingeblendet. Ich will das wissen, Sandy. Ja, also muss das Video gucken. Ich habe auch viel Rob gewonnen. Ja, Rob. Ich bin Platz 2. In diesem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das gerne mit einem Daumen nach oben. Schaut bei allen Leuten, die hier dabei sind, vorbei. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vergesst nicht zu lachen. Wir sehen uns die Tage wieder mit einem neuen Video. Bis dahin, Freunde. Tschüssi.